Herzlich willkommen, Freunde, hier zu diesem neuen FIFA 17 Video und heute geht es nochmal um die Footies in FIFA 17, denn ganz, ganz viele fragen mich die ganze Zeit auf verschiedenen Plattformen, wie genau funktioniert das jetzt alles, was kommen für SBCs, wie votet man dafür, bla bla bla, und ich dachte mir einfach mal, ich hau ein Video für euch raus, damit das wirklich auch jeder sieht und dann starten wir einfach mal direkt. Und zwar habe ich hier eben den offiziellen Artikel von EA Sports am Start. Die Footies sind wieder da, FIFA 17 Ultimate Team. Okay, wir lesen uns einfach mal rein. Die Footies sind unser jährliches Foot Festival und in diesem Jahr sind sie wieder da. Größer und besser als je zuvor. Von Freitag, den 7. Juli bis 18. August. Also, das ist ganz, ganz wichtig. 7. Juli bis 18. August. Da ist die Zeit, wo das Ganze ist mit den SBCs, mit den Footies und so. 7. Juli bis 18. August. Okay, und da kann man an einem sechswöchiges Festival, also einfach die Zeit zwischen 7. Juli und 18. August. Und da kann man eben teilnehmen bei den SBCs und so weiter und voten und so weiter und so fort. Also das Ganze geht einfach 7. Juli bis 18. August. Okay. Da geht es dann direkt rein hier zum ersten Punkt, und zwar ist das Ende einer Ära Premium SBCs. Ich denke mal, viele von euch haben die Totti SBC und die Dirk Kuyt SBC mitbekommen und da kommen eben noch weitere. Insgesamt 6 Spieler, das heißt, uns erwarten noch 4 weitere Ende einer Ära Premium SBCs. 6 Spieler, deren grandiose Karriere zu Ende gegangen ist, werden im Verlaufe der Footies als spezielle Premium-SBCs veröffentlicht. Zudem werden auch 5 Spiele Leihversionen jeder Premium-SBC mit niedrigen Anforderungen geben. Entschuldigung, habe ich mich ein bisschen verlesen. Auf jeden Fall, ja, ganz, ganz easy. Ich denke mal, das hat jetzt jeder verstanden. Es gibt einfach noch 4 weitere Legenden, sage ich jetzt einfach mal, wo eben auch zum Beispiel Philipp Lahm dabei sein wird. Und die kann man dann eben auch durch die SBCs bekommen. So, dann geht es weiter hier, Footies, Spielerabstimmungs, SBCs. Ja, das ist das mit Smalling, mit Bailly und mit Umtiti, wie es eben gerade im Moment in FIFA drinnen ist. So, die Footies Awards sind als SBCs wieder da. Im Laufe der 6 Wochen werden 30 Spieler in 10 Kategorien nominiert. Und du kannst mit dem Abschluss der jeweiligen Footies-Nominierungs-SBC für deinen Lieblingsspieler abstimmen. So, damit ist jetzt gemeint, wenn du willst, dass Smalling in der Kategorie, ich glaube irgendwie Overpowered der Innenverteidiger oder so, ich weiß die Kategorie leider nicht ganz, aber falls du jetzt von Umtiti, Bailly und Smalling eben Smalling haben willst, dann musst du die Smalling-SBC machen, ja? Ganz, ganz wichtig. Das ist der erste Punkt. So, wenn du eine Footies-Nominierungs-SBC abschließt, erhältst du außerdem auch ein pinkes Footies-Nominierten-Objekt mit den Basiswerten des Spielers, für den du abgestimmt hast. Das heißt, wenn du die Smalling-SBC machst, bekommst du seine Karte als pinke Karte mit den normalen Werten. Die ist nicht geupgradet und diese Karte wird auch nicht geupgradet. In jeder Kategorie gewinnt der Spieler mit den meisten abgeschlossenen SBCs einfach. Also wenn jetzt die meisten FIFA-Spieler für Smalling voten, also die Smalling-SBC machen, dann wird Smalling auch gewinnen. Ihr könnt natürlich auch alle 3 SBCs machen, aber dann wird im Endeffekt keiner gewinnen, wenn das jeder macht. Aber da wird es auf jeden Fall den Gewinner geben, weil ich zum Beispiel habe nur Smalling gemacht, weil ich halt mir ziemlich sicher bin, dass er es werden wird. So, das entsprechende Footies-Gewinner-Objekt wird mit geboosteten Werten in einer separaten Gewinner-SBC veröffentlicht. So, das heißt, wenn du jetzt eine SBC gemacht hast, wenn du die Smalling-SBC gemacht hast, dann hast du den 84er Smalling bekommen als Special Card. Diese Special Card brauchst du dann aber wiederum, um ihn dann für die richtige SBC einzulösen sozusagen. Denn wenn Smalling gewinnt, bekommt er eine weitere extra SBC, wo er dann geboostete Werte hat. Da hat er dann zum Beispiel ein 86er Rating, besseres Tempo, besseres Verteidigen und einfach bessere Werte. Ja? Und um diesen 86er zu bekommen, musst du in der SBC dann auch noch den 84er von vorhin einlösen. Und das ist auf jeden Fall das Wichtigste und das, ja, einfach das worum es geht sozusagen bei diesen Footies SBCs. Das, warum auch so viele gefragt haben, wie funktioniert das jetzt eigentlich. Also du nimmst die Karte, mit die du schon gemacht hast und baust dir dann in die geboostete SBC rein, um eben dann den geboosteten Smalling auch wirklich zu bekommen. So, das Gewinnerobjekt kannst du dir nur durch den Abschluss der Gewinner-SBC sichern.
Die nominierten Objekte erhalten kein automatisches Upgrade. Ja, das habe ich gerade erwähnt, kein automatisches Upgrade. Also die Karte, die Smalling-Karte, die ihr jetzt habt mit dem 84er Rating, die wird nicht geupgradet. Die werdet ihr einlösen müssen, um dann eben den 86er Smalling zum Beispiel zu bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall das eine hier. So, dann kommen wir weiter zu den Best-of-SBCs. In den Footies hast du ein letztes Mal die Chance, für kurze Zeit einige der beliebtesten SBCs des Jahres abzuschließen. Dazu gehören populäre Spieler-SBCs, Trikot-SBCs, Kampagnen-SBCs und mehr, die jeweils mit leichten Modifizierungen bereitgestellt werden. Also leichte Modifizierung heißt einfach, dass sie vielleicht ein bisschen abgeändert sind, aber an sich sind das dieselben SBCs. Das heißt jetzt, da kann zum Beispiel die Sonnen-SBC nochmal kommen. Du kannst vielleicht das Team of the Season-Trikot nochmal holen. Solche Sachen kommen dann eben jetzt die Tage. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr in 83er und 84er investiert. Denn ihr habt ja gerade hier gelesen, populäre Spieler-SBC, Kampagnen-SBC. Das sind so SBCs, wo du ein bestimmtes Rating brauchst. Ja, bei den Trikot-SBCs eher nicht so. Aber da werden auf jeden Fall SBCs kommen, wo man ein Rating braucht, ein bestimmtes. Deswegen unbedingt in 83er und 84er investieren. Die kosten halt echt gerade sau wenig. 83er kosten 1200 Münzen und das ist ein echtes Schnäppchen. So, wir gehen weiter zu den Best-of-Sets. Also, in den Footies hast du darüber hinaus auch zum letzten Mal die Chance, Spezialinhalte aus den beliebtesten Kampagnen des Jahres zu erhalten. Im Laufe der Footies kannst du SBCs abschließen und in Foot Champions sowie in Online-Turnieren antreten, um dir diese untauschbaren Pack-Boni zu sichern. Also das ist auch wieder mit den SBCs und so und eben auch in Foot Champions, da haben es vielleicht die ein oder anderen schon gesehen. Bei den Belohnungen steht zum Beispiel Best of Oktober. Das heißt, ich glaube, da kannst du dann einfach die besten Spieler aus dem Oktober wieder ziehen oder irgendwie so. Das ist damit so gemeint. So, wir kommen zum nächsten und zwar Top-Transfer-SBCs. Seit dem Beginn der Transferperiode am 1. Juli spitzt sich die Entwicklung auf dem weltweiten Transfermarkt immer mehr zu. Blablabla, einige Top-Transfers sind getätigt. In den neuen wöchentlichen Top-Transfers-SBCs kannst du dir ein Leihobjekt der So, ich erkläre euch das einfach jetzt mal selber. Und zwar gibt es gerade diese SBCs mit Lacazette bei Arsenal zum Beispiel. Den kannst du machen, den bekommst du als Leihspieler und ja, den könnt ihr euch aber auch ganz normal auf dem Transfermarkt holen, also das ist jetzt nicht so interessant, würde ich sagen. Und das waren eigentlich jetzt auch schon die wichtigsten Sachen. Ich gehe jetzt mit euch nochmal dieses FAQ, dieses kleine Fragen-Antworten-Dings da unten durch, damit es auch wirklich alles klar ist. So, wie stimme ich für die Footies Awards ab? Du musst die SBC abschließen, also wenn du Smalling haben willst, wenn du willst, dass Smalling gewinnt, musst du unbedingt die Smalling-SBC machen. So. Haben die durch den Abschluss einer nominierten SBC erhaltenen Spieler geboostete Werte? Nein, die nominierten Bonusobjekte haben dieselben Werte. Es handelt sich jedoch um ein einzigartiges, pinkes Spezialobjekt. Ja, also das ist ganz klar. Erhalten die Footies nominierten Objekte automatisch Updates, wenn der Spieler gewinnt? Nein, das Gewinnerobjekt mit geboosteten Werten wird nur in einer separaten Footies Gewinner SBC veröffentlicht. Sind die Spieler, die den Verein gewechselt haben, nur über Top-Transfer-SBCs erhältlich? Nein, sie werden ganz normal in Set erhältlich sein. Das heißt, du kannst in Sets erhältlich sein. Das heißt, du kannst zum Beispiel jetzt Tolisso auch einfach auf dem Transfermarkt schon kaufen. Der ist eh schon auf dem Transfermarkt, kostet auch gar nicht so viel, also ist eigentlich ganz nice so. Werden in den Top-Transfer-SBCs die Spieler, werden die in den Top-Transfer-SBCs enthaltenen Spieler als Spezialobjekt-Boni vergeben? Nein, es handelt sich um die normale Spielerkarte. Okay, das heißt einfach, dass du den Lacazette jetzt nicht mit geboosteten Werten bekommst, sondern das ist einfach der ganz normale Lacazette, den du da als Leihspieler bekommst. Und ja, Freunde, das waren jetzt die wichtigsten Infos zu den Footies. Ich bin mir gerade, muss ich ehrlich sagen, nicht ganz sicher, ob man diesen Smalling, wenn er gewinnt, wirklich dann auch bei der neuen SBC einlösen muss. Aber das ist auch eigentlich ziemlich egal, weil wenn du ihn gemacht hast, dann, also du, um die neue SBC überhaupt zu machen, um die Gewinner-Smalling-SBC zu machen, musst du die davor, die Abstimmungs-SBC, überhaupt gemacht haben. Ja, ob du jetzt dann diesen 84er eintauschen musst oder nicht, ist ja dann egal, weil wenn du die gemacht hast, dann kannst du die andere SBC erst machen und dann hast du den Smalling ja sowieso. Ich denke mal, oder ich hoffe, das ist für alle halbwegs verständlich gewesen. Falls ihr jetzt noch Fragen habt, dann schreibt mir die unbedingt in die Kommentare.
Ich werde versuchen, einfach ganz normal zu antworten, ganz normal zu kommentieren. Falls es zu viele Fragen werden, werde ich einfach noch ein kurzes Infovideo dazu machen. Und ja, Freunde, falls euch das Ganze gefallen hat, falls ihr jetzt, sag ich mal, froh seid, dass jetzt endlich das Ganze halbwegs klar ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Ihr könnt auch gerne noch die Links in der Beschreibung abchecken. Würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen. Mich würde es auch freuen, wenn ihr vielleicht ein Abo da lässt, falls ihr neu seid, falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt. Ich werde nämlich auch zu FIFA 18 dann sehr, sehr viele Trading-Tipps hochladen, sehr viele Infovideos, damit ihr da einfach auf dem aktuellen Stand seid. Denn ich finde, Trading-Tipps und so, das gibt es jetzt gar nicht mehr so heftig in FIFA Deutschland oder FIFA Österreich. Deswegen muss das auf jeden Fall wieder ein bisschen gepusht werden. Und deswegen werde ich zu FIFA 18 auf jeden Fall ganz, ganz viele Trading-Tipps raushauen für euch. Ja, schreibt auf jeden Fall auch noch in die Kommentare, wer da die letzten Spieler sind. Ja, einer ist Philipp Lahm, die anderen, keine Ahnung, habe ich mich jetzt noch nicht informiert, beziehungsweise habe ich mir jetzt auch ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht. Und ja, Freunde, das war es jetzt mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Stream oder Video wieder und ciao.